Guten Morgen. Marika Frangakis kommt aus Griechenland, arbeitet dort auch bei ATTAC und im Poulantzas-Institut und beschäftigt sich hauptsächlich mit der aktuellen Finanzkrise. Nick Dearden kommt aus England. Er hat in vielen NGOs mitgewirkt und ist im Moment, arbeitet er bei Global Justice. Und Alberto Acosta kommt aus Ecuador und er war Präsident der verfassunggebenden Versammlung dieses Landes und ist hauptsächlich bekannt durch seine Kritik des Extraktivismus. Wir haben sehr unterschiedliche Themen heute Morgen. Wir haben im Vorfeld so etwas versucht, die aufeinander abzustimmen, haben dann aber gemerkt, wir lassen sie so, wie sie sind, nämlich so unterschiedlich. Und wir werden dann versuchen, in der Diskussion eben auch diese Unterschiedlichkeit zu thematisieren, wenn es geht. Gestern soll das funktioniert haben, dass man für die Diskussion nicht ein Mikro herumgibt, sondern dass diejenigen, die was fragen oder sagen wollen, hochkommen und dann hier oben ein Mikro kriegen. Ich hoffe, niemand lässt sich davon abhalten. Dann fangen wir jetzt an. Marika, jetzt. Now it's your turn. Okay, good morning again. Well, for one thing, it's great to be here. Thank you for inviting me. This is the topic of my presentation, and this is when I get to it. Does it work? I'm sorry, it seems to. Okay, now that's the outline of the presentation, but I understand I don't have enough time to go over every slide, so I shall be skipping most of them. But I will try to give you the gist of the argument. The politics of public debt. Well, in the 50s and 60s, the Keynesian era, public debt was not discussed. It was subordinated to economic and social policy. So nobody really talked about public debt. But things changed in the 70s onwards, from the 70s onwards, with the neoliberal orthodoxy, which does concentrate on the question of public debt. And it's through, well, there's a formula there, but I won't go over it. The idea that public debt is such an important issue actually became even more so, even more, took even more hold of economic policy after the crisis. That's the, after 2008, the collapse of the Lehman Brothers, when people felt, okay, we're past the worst of the crisis, so now we can relax, but who do we blame? Do we blame finance? Well, not really. Let's try and shift the blame to the governments, to the states, because they spend a lot of money. Well, it is true that the debt, overall debt, did rise a lot after the crisis. It has to do with the financial bailout. It has to do with the automatic stabilizers. As unemployment rises, unemployment benefits increase, and tax receipts fall. So you can see there the rise in total global debt as a percentage of total GDP. You can see it's been going up steadily, and after 2007 was the beginning of the crisis, in the 10 years, it's gone up from 276% to 327% of GDP. That these figures relate to early 2017. And that's the structure of the global debt. You can see that public debt is 27% of the total. The financial sector accounts for 25% of the total global debt. Of course, nobody talks about the financial sector. So it is true that public debt within that area has become quite important as in terms of size. Now, how do we deal with this idea of that public debt is an issue? Well, the neoliberal orthodoxy brings out the distributional conflicts, the conflictual aspects of debt. In other words, both the creditors have claim over the claims on public funds and the citizens. The creditors, who are supposed to be the debtors, the creditors have these rights because of the contractual and commercial agreements they have entered into when they lent the money. The citizens, however, have political, social rights simply because they're there. And so how do you reconcile these two aspects? Well, through austerity. That was the message, that is the message of neoliberal orthodoxy. It's austerity that brings the two together.
Okay, so much for the overall framework. I know it's very fast, I'm going over it very fast, but I only have 15 minutes in total. What about the Greek crisis? I think the Greek crisis is important in terms of understanding how the fallacies of this approach, how futile and how political it is deep down. So, what I'm going to argue that A, the crisis could have been avoided. If financial reform had already taken place so that finance could be reined in, then the crisis would have been avoided. This graph shows you the steep decline in the credit ratings of the Greek government bonds. And you can see, as these go up, the yield spreads, that is the difference between the German government borrowing on the market through 10-year bonds and the Greek government borrowing, you see the yield spreads rising equally steeply. So if you combine the two graphs, that's finance working for you and precipitating the crisis. So A, it could have been avoided. B, it could have been prevented. Go back to 2012, when Spain was on the brink of having a big financial collapse. What did Draghi say then? Well, I'll do whatever it takes to maintain the stability of the euro. But he didn't say that in 2010. In fact, in 2010, there was such a fear of contagion that the ECB did take some measures, but that was to save the European banks who held Greek government bonds. Whereas with regard to the Greek government, it acted as one of the lenders, as a creditor, right? To give you an example, the bonds that the ECB bought at that time at some like a discount of 40 to 50%, it gets paid back on maturity and it's the full price. So it could have been avoided, it could have been prevented, it could have been shortened, it could have been of a shorter duration. In 2012, the bonds held by the Greek state were exchanged for an equal amount of half the value, right? We shall see that lots and lots of incentives were given to the bondholders. However, the part of the debt that consisted of bonds was restructured. If that had taken place in 2010, 2 years earlier, again, the day would have been saved, but it not. And of course, it could have been ended in 2015. But of course, at that time, you had two factors. One was Syriza government saying, well, this is all wrong. That's not the way to go about it. And B, the QE, the quantitative easing program, had already started by the ECB. So there was no fear. Exit by Greece from the Eurozone was no threat for the rest of the Eurozone, for the ECB and for the financial sector, because they were already dishing out liquidity to the amount of 60 billion a month at that time. It's 80 billion now. So what I'm arguing is that the Greek crisis could have been avoided in the first place. It could have been prevented when it started going. It could have been of a shorter duration, and it could have ended, but it hasn't. So in that sense, the Greek financial crisis bears testimony to the failure of neoliberal orthodoxy. Its only use is as a scapegoat. You know, be quiet, sit properly, because you saw what happened to the Greeks. Well, the same thing can happen to you. So bailouts. We've had three bailouts. That's money given to the Greek government, which is paid back to the creditors. Less than 10% has been used to cover the needs of the Greek economy. More than 90% has been given back to the creditors, that is the European and the Greek banks. So let's move forward to 2015. The 25th of January elections, 27th, the new government is sworn in, and a long 6 months of negotiations were started with the Greek government trying to talk reason, the Syriza government trying to talk reason to its creditors, explaining that this has all failed, we have to turn the page, we have to do something differently. Not only did they not listen, but at that time, and I want you to really make a note of this, the ECB played a very important role in asphyxiating the economy. Asphyxiation means in taking the liquidity out of the economy. At that time, the banks
through QE were borrowing, the Eurozone banks were borrowing from the ECB at zero rates and later on at negative rates. But the Greek banks were made to borrow at 1.5%. And that the ECB was checking on the amount they could borrow every month. And when the referendum was announced in late June, it said, well, that's it, guys, 89 billion, we can't go any further. And of course, the Bank of Greece cannot print money without ECB's permission. So that was it. Capital controls were taken, were introduced, and at that time, it was take it or leave it. That's the amount you can see there of the three. It's up to October 2016. That there will be a new disbursement, but it hasn't come through yet. So, graph one, the failure. You can see what austerity actually means. You have everything going below zero. Well, most things going below, well, everything really, going below zero after 2009, 2010. What we have in Greece until recently is debt deflation, depression. That's what happened in the 1930s. Only in Greece it's been going on for a lot longer than it did in the 1930s. Graph two, failure number two. The debt, public debt is rising both in nominal and in relative terms. You can see that on the graph. Failure three, the wages and salaries are dropping. Unemployment is increasing. And of course, the competitiveness has not improved particularly because it's all supposed to be through wages. Well, it isn't quite. So these figures and these graphs bear testimony to the failure of this way of the austerity as a political imperative by way of dealing with the public debt. This is the structure of the Greek public debt. That was last year. That's the latest figures I could get hold of. And you can see more than 80% is owed to what is known as the official lenders. That is organization, European Eurozone organizations and member states. So what does one do? Well, we go back a bit. Not very long ago, the Syriza was claiming that there should be a new conference, a pan-European conference to deal with the debt, not just the Greek public debt, but the public debt of the member states of the Eurozone and of Europe, because it's such a big issue, which it is. By the way, Greece did forgive Germany's debt back in the 50s. So 6 months negotiations got us nowhere. A new agreement, financial agreement, was signed. Elements of hope, and I cannot go further than that, but it would be wrong to dismiss those elements. For the first time, there is explicit mention of the need for debt relief and for growth in the latest agreement, so which were first discussed in 2012, but never actually implemented. Now, these are details. I don't want to, and I don't think I have the time. Every time there's a review of what's happened since the previous disbursement, the Troika, that is the European institutions, come to Greece and check everything out, and then they say, well, not really, that's not enough. Let's add more terms. Let's add more austerity conditions. That's what they've been doing. So as a result, we end up with so-called supplementary agreements. That was last year when a number of measures were introduced to deal with the debt, short-term measures. They have already been put into effect. This year, again, the same thing happened. What is interesting this year is that there is an explicit mention of the need for the establishment of a national development bank. This is something Syriza argued back in 2015. And the institutions just did not want to hear about it. They said, that's ridiculous, you know, you can't afford it. Well, this time they say, yes, we understand. Also, there's a clause, a growth adjustment mechanism. So if your economy is growing below a certain point, then your debt payments are adjusted. So there are, as I say, elements of hope in as things evolve. On the other hand, fiscal policy is very tight, continues to be very tight. I've got some figures there. The surplus, primary surplus, that is before interest payments to the creditors, is supposed to finish at 3.5 until 2022 and then go to 2%.
2023 to 2060. And there are some figures for comparison there, and you can see it's a really very difficult goal. Of course, in 2060, well, I don't know how many of these people will be around, so, you know, it'll probably have to be revised anyway. Of course, and that was one of the aims of the Syriza government, was to be allowed to borrow at zero or negative rates. Right now, the rate is minus 0.3%, the Euribor rate. but the ECB is still sort of not allowing Greece to take part in the quantitative easing program. It is the only country out of the 19 members of the Eurozone that does not benefit from the QE program. That is, the amount of billions of euro being put into the European economy in order to revive it. So Greece, which needs it most, yes, I'm nearly done. Okay, so that's my last slide. The politics of public debt, quite lively, quite explicit in the Greek case. You can see it there, step by step, shifting the blame of the crisis to the state, away from finance. I'm not saying that the Greek state is innocent, right? Don't get me wrong. But there could have been measures taken that would have saved the day at that time and deal with the problems afterwards. As it happened, the people who are being penalized are the ordinary Greek citizens. It is so, from that point of shifting the blame, it is a short step to the conclusion that dealing with the crisis is through austerity as a political imperative. However, we have tried to show why and how this failed. Right now, the Greek society, the greatest part of the Greek society, is in a very difficult position. We are trying, and I'm still a member of the Syriza party. There was a split in August 2015. I'm one of those who said, I'll stick it out. I've been in the left all my life. I'm not going to go now. You know, I'll stick it out and do my best. So we're trying very hard to reverse the process. It is a Herculean task. Every step of the way, things are made much more difficult. And you have to bear in mind that it's not just the European creditors. It is the inside, the domestic opposition you also have. Right now, the so-called Social Democrats, PASOK, New Democracy, the Conservatives, the ultra-right wing, they're all combined together to oppose the Syriza government. So, yes, we'll need all the help we can get. Building alliances is really, really important. That's one other reason why I'm here. I'm glad I'm here. Thank you. Es gäbe wahrscheinlich jetzt schon Fragen und Diskussionsbemerkungen. Wir haben uns trotzdem gedacht, wir machen das zum Schluss. Dann bitten wir jetzt Nick Diersen. Thank you. My name's Nick. My organization is called Global Justice Now, but we're a part of the ATTAC network, which you'll be more familiar with. And also we run the Stop Trump coalition in the UK. That particular man is obviously on his way to Hamburg at this moment. The biggest danger to humanity in our history is how Noam Chomsky describes him. And I was really pleased at the response of the city of Hamburg. Last night I was on a disco demonstration, which was great fun. And I think it's exactly these kind of actions to mobilize people against the hatred that Trump stands for that we need to develop. But look, what I want to say today is Trump is a product of a very broken society. He is, and his philosophy is a poison that seeps through the millions of cracks that have been created in our broken economy by this neoliberal system. And we can't deal with Trump without dealing with that neoliberal economic system that gave rise to him. And unfortunately, the G20, even the moderates, so-called moderates, like Angela Merkel in the G20, are not able to come up with the kinds of solutions that can deal with what Trump represents. And we've seen that from the same old tired, broken promises that have been put forward in this G20 agenda. We're in crisis.
Trump's grotesque face is a symbol of that crisis. And the people who are arriving to give us solutions to that crisis don't have those solutions. So it falls to us. And that's why I'm pleased how big the demonstration was last night. And I hope that the demonstrations continue to be as big and lively in the coming days. I want to talk about trade. I'm in Germany, so I don't need to explain what TTIP is, which is great. You were the heart of the fight in Europe against that awful trade deal, TTIP. But TTIP is important because trade deals like TTIP have become absolutely central to neoliberalism and the global economy. When we started working on TTIP 3 years ago, we realized this trade deal, like many trade deals we've worked on over the years, was not about selling more products, really. It wasn't particularly about I sell you more cars and you sell me more fruit or something like that, but was about constraining the power of governments to regulate big business to protect citizens and the environment, to constrain governments in how they can spend money at a local and national level, our tax money, to constrain governments as to how they promote and support public services. TTIP was less about trade and more about laying down the rules of the global economy and national economies. And it was driven forward by the premise that all neoliberal trade deals are driven by. The market knows best. The government's role is not to protect its citizens. It's to get out of the way and allow the market to do its work. So TTIP was the latest in a long line of schemes to fundamentally and irreversibly shift power in our society away from us, people, in favor of capital, freeing up big business to do what it wants, when it wants, how it wants. And the result of that type of economic policy is the multiple crises that we now find ourselves in, the real mess that the world is in today. For years, we fought these kind of deals. Sometimes we won. We have many victories in Latin America that I'm sure we'll hear more about in a minute, but also losses. We lost many battles too. But the way European society was mobilized around TTIP, I think, is quite special and unprecedented, and I haven't seen anything like that in my political lifetime. And what it suggests to me, very clearly, is the ideology of neoliberalism has failed, and most people realize that. And the question is what we can replace it with. I think the reason from 2008 was the financial crisis, which had a terrible, terrible impact, of course, on Greece, but has had a terrible impact throughout Europe and throughout the United States and the world as well. And it showed people very clearly you cannot leave the market to its own devices. You cannot expect the market to go on and correct itself and solve all the problems of society. We saw it couldn't have been clearer. When things went wrong, the market, the super rich, were bailed out. And it was ordinary people, especially the poorest, who were left to pick up the tab for their crimes. The essence of neoliberalism was clearly exposed. It's about extracting wealth from people, from public services, from the land, from the environment, so that a small handful of people in our society can continue to accrue more and more wealth and power. And you can see the way that inequality works through numerous graphs that have been released over the last 8 years. The super rich have got much, much, much richer. Most people have stayed the same or gone backwards in terms of real income. If you're at the bottom, you're in real trouble. You've gone backwards a long way. Now, there's a deeper problem that I'd like to put on the table, and maybe people will be interested in discussing it. That in resisting this system, in trying to build something else, neoliberalism has done something more than rob us of our material wealth and goods. Neoliberalism hasn't just robbed us of jobs and rights. It's robbed us of our collective memory, of our ability to imagine and to dream of how society could be different. And this is the really pernicious aspect of neoliberalism for me, because it turns us
as people who have to live in a society and exist collectively, into self-interested individuals bouncing around in a marketplace like selfish little atoms, only concerned with how we maximize our own happiness individually. That was the point of neoliberalism. We had one of the great, infamous neoliberal leaders in Margaret Thatcher. She was very honest. She has a nice little quote. "Economics are the method. The object is to change the heart and soul of people." The neoliberal project was incredibly ambitious. It aimed to recreate humanity and human beings into something different. And in a way, they succeeded. They've turned our whole society into something different. Let me give you an example, a very clear example. Universities. In Britain today, the neoliberals have forced a huge lending system onto students. So you leave university with a debt many people will not be able to repay. That's changed how students think about education. When I was a student, even if you thought it, you wouldn't say out loud, "I'm here to get a better paying job." It would have been an embarrassing thing for a student to say. Today, it's very common. It's very common. No wonder. Because students have been told their life is an investment account. And the only important thing is the return you make on your investment account. That's what your life is. What's your net return on the investment that you've made? You have become a part of the financial market, a commodity. And in the process, our ability to dream, to think differently about how we can organize our society has been taken away from us. And in this situation, it's not surprising that when there's real confusion about what's happened, you know, we were told this was the end of history. We were told there is no alternative. This was going to be it forever. When that collapses, is it any wonder that people turn to unhinged individuals like Donald Trump, or in my country, to some of the people on the far right who have proposed Brexit as a solution to all of our problems? Because they have a very simple answer to people that the left has not been able to give so clearly and succinctly. For them, it's the foreigner, it's the migrant, it's the Muslim. Very easy to understand. That's where your problem comes from. So this is all very frightening, but I want to end my talk with some hope, because this is a time of huge change. I've never known change like it in my lifetime. And not all of that change is bad. We defeated TTIP. That's incredible. That was big business's big plan. They'd worked on it for a decade or more to change the rules of the global economy. We beat it in a couple of years. In Britain, we were very scared. It looked, before the general election was called, like everything was going one way, and we would be a one-party state by now, led by a nationalist who I think probably wants us to be part of the Gulf Cooperation Council rather than the European Union. It looked like we were going to be going in that direction. Everything changed on the election night. And for the first time in my life, I saw so many young people coming out and knocking on people's doors and campaigning on street stalls. Really young people, teenagers, never been involved in politics before. They changed things. And Theresa May has no credibility left, and her government is propped up by really the most extremist of extremists in our parliament from the north of Ireland. And I don't see how she can last. And more than that, the manifesto put forward by the Labour Party was the first time again in my adult life that a political opposition party has put forward a non-neoliberal manifesto. Their manifesto, it's worth reading, talked about supporting public services, talked about nationalizations, talked about energy democracy, talked about regulating to protect people and the environment from the power of big business. This is an incredible, incredible change. Of course, we need to fight Trump and Trumpism. Not just in the United States, where we must express solidarity with our friends and allies, but right here in Europe. Look at the immigration system that we've created in the European Union. It's absolute barbarism that people are drowning, in the thousands of people a year drowning to get into this continent because of the disastrous effect of the policies of Europe on their parts of the world, both economically and militarily. We must fight this xenophobia. We must fight the cozy relationships that you will see on display this week at the G20.
with the Philippines, with Turkey, with the Gulf states. We currently arm, support, and fuel those regimes. It has to stop. We need to reject the xenophobic, beggar-my-neighbor trade and economic policies of Trump that put America first and the rest of the world last, that threaten trade wars, and from trade wars, real wars can emerge. But we can't just be tough on Trump. We must be tough on the causes of Trump. We cannot and we don't want to go back to the day before Trump was elected or the day before Britain voted to leave the European Union, because it was those days that created what came next. So we have to say clearly, neither Trumpism nor neoliberalism. We need to build an economy and society which is both open and internationalist and also local and democratic. And we can see the seeds of that society being built by many of the people who've come to talk at this counter-summit. Food sovereignty, energy democracy, remunicipalization, health democracy, putting power in the hands of the majority. And we must succeed, because if we don't succeed, we know from our own history in Europe from the 1930s where Trump and his ideas can lead us. So we have no choice but to fight with everything that's in us for a better society. There is an alternative. It starts with us, our dreams, our reimagining of what society could look like, so that we can break with this awful, inhumane economic system, which has caused so much immeasurable suffering to so many hundreds of millions on this planet and driven our species to the verge of extinction, and instead to design an economy which puts controls in the hands of the many and creates a global society that's fit for human beings in the 21st century. Thank you for being part of it. Muy buenos días a todos y a todas. Ich freue mich, hier zu sein. Das ist für mich eine große Ehre. Deutschsprache ist nicht meine Muttersprache, es ist eine schwere Sprache. Darum eine Rede auf Deutsch zu halten, ist für mich eine große Herausforderung. Und ich werde mein Bestes tun. Wir haben vorhin zwei interessante Reden gehört. Es geht um die alte Geschichte der Auslandsverschuldung und auch über die sogenannten Freihandelsabkommen, die nicht mal frei sind und nicht nur um Handel geht. Ich werde mich mit etwas anderes beschäftigen, aber die im Rahmen des Kampfes gegen Neoliberalismus weltweit steht. Wir müssen verstehen, dass wenn wir mehr Neoliberalismus haben, unsere Demokratie schrumpft. Mehr Neoliberalismus, weniger Demokratie. Wir müssen dann gegen Neoliberalismus für mehr Demokratie kämpfen. In dieser Hinsicht fange ich meine Rede mit einem kleinen Rückblick in die Geschichte. Nach dem Berliner Mauerfall im Jahr 1989 herrschte in der Welt, vor allem bei den Linken, bei den progressiven Kräften, eine generelle Ratlosigkeit. Die Geschichte war zu Ende. Der Kapitalismus hat überall besiegt und wir konnten nicht an neue Alternative denken. In diesen Zeiten wurden die Ideen von Frau Margaret Thatcher verbreitet, die sogenannte TINA, die ist not alternative. Und gleichzeitig in Südamerika bewegten sich die Völker, vor allem die indigenen Völker. Die haben an Selbstbewusstsein gewonnen, die haben sich besser organisiert und die haben vor allem ihre eigene Weltanschauung vorgebracht. Sie sind als Subjekt in die Politik eingetreten mit eigenen konkreteren Weltvisionen. Und das war entscheidend wichtig für Südamerika, vor allem für Ecuador und für Bolivien. Die kamen mit der Idee der Summa Causae auf Quechua, Summa Camaña auf Guarani, Nyandareko auf, Entschuldigung, Summa Camaña auf Aymara, Nyandareko auf Guarani
Auf Spanisch spricht man von buen vivir oder vivir bien. Auf Deutsch, für das gute Leben. Diese Ideen, diese Werten, diese Erfahrungen, diese vielen Praktiken waren nicht neu, aber waren jahrhundertelang marginalisiert. Diese Ideen kamen von Völkern, die jahrzehntelang ausgebeutet worden sind und sind immer noch ausgebeutet. Das Interessante war, dass gleichzeitig in der Welt verbreitet sich eine große Kritik an diese Ideen von Entwicklung. Entwicklung war eine weltbewegende Idee. Nachdem der Präsident Harry Truman im Januar 1949 verkündet hat, dass die Nordamerikaner, die reichen Länder vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, die Mittelheiten, die Unterentwicklung zu überwinden, hat sich die Menschheit von links bis rechts organisiert, um die Entwicklung zu erreichen. Haben wir eine Menge Entwicklungsprojekte entwickelt, Entwicklungstheorien, Entwicklungsbanken, Entwicklungspläne, die sogenannte Entwicklungshilfe, und die Welt hat sich auf der Suche der Entwicklung bewegt. Nachdem die ersten Probleme auftraten, haben wir Vornamen für die Entwicklung gesucht. Von vornherein wussten wir, dass Entwicklung nicht gleich mit Wirtschaftswachstum zu setzen ist, und sprachen wir von Sozialentwicklung. Irgendwann, irgendjemand hat gesagt, das mit Entwicklung hat auch mit Frauen zu tun. Dann sprach man von Kinderentwicklung. Hat man auch die indigene Völker entdeckt, sprach man von indigene Entwicklung. Dann gab es auch gesagt, nein, da gibt es lokale Probleme. Lokale Entwicklung, globale Entwicklung, endogene Entwicklung, transformative Entwicklung. Und hat man jemand gesagt, no, guck mal, die Natur ist da, wird von der Entwicklung geschädigt. Nun sprechen wir von der nachhaltigen Entwicklung. In dieser Hinsicht hat sich die Welt organisiert. Aber die Frage ist, wie viele Länder haben sie sich entwickelt in den letzten 70 Jahren? Das Problem ist noch komplizierter, wenn wir jetzt feststellen, dass sie sogar entwickelte Länder gar keine entwickelten Länder sind. Sie sind unterentwickelt auch auf eine gewisse Weise. Man spricht auf Spanisch von Mal Desarrollo, Feldentwicklung. Die reichen Länder leben über ihre ökologische Verhältnisse hinaus, über ökologische, soziale Verhältnisse hinaus. Und nicht nur über die ökologische Verhältnisse hinein. Sie leben über die ökologische Verhältnisse und soziale Verhältnisse anderer Länder. Hier in Europa gibt es Freiheit, weil woanders in Afrika keine Freiheit existiert. Hier in Europa herrscht Frieden, weil es Krieg woanders existiert. Hier herrscht Hunger, hier herrscht Wohlstand, woanders herrscht Armut und Hunger. In dieser Hinsicht müssen wir auch sehen, dass die reichen Länder nicht nur ihre ökologischen Verhältnisse nicht gelöst haben, sondern diese Länder nicht mal ein soziales Gleichgewicht geschafft haben. Sieht mal den Fall der Bundesrepublik Deutschland. Deutschland gilt für die unterentwickelten Länder und für viele Teile in der Welt als ein Beispiel, ein Musterbeispiel, wie die Entwicklung aussehen sollte. Und wie sieht die Einkommens- und Reichtumsverteilung in der Bundesrepublik? Im Jahr 1998 10% der reichsten Bevölkerung der Bundesrepublik verfügten über 48% des gesamten Vermögens. Die Hälfte der Bevölkerung der Bundesrepublik verfügte über nur 3% des gesamten Vermögens. Vor wenigen Jahren, die Sache sieht noch schlimmer aus. Die Kluft zwischen Reichen und Armen ist noch weiter vergrößert worden. 50% der deutschen Bevölkerung verfügt über weniger als 1% des gesamten Vermögens. 10% der Reichen in dieser Republik, die wahrscheinlich hier zusammen mit den Chefs von G20 feiern, verfügen über mehr als 53% des gesamten Vermögens. Hier gibt es keine Entwicklung auch. Hier gibt es auch, was im Kapitalismus herrscht, Ungleichheit, Ausbeutung und die Demütigung der Arbeiterklasse und Zerstörung der Natur. In dieser Hinsicht muss ich mir ganz klar sagen, dass mittlerweile für die sogenannten Drittweltländer Entwicklung ein Fata Morgana oder ein Gespenst ist. In diesem Rahmen, wie gesagt, sind die indigenen Völker, die indigene Bewegung mit ihren eigenen Ideen in die politische Bühne eingetreten und haben uns gesagt, nee, wir haben eine andere Form des Lebens seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Wir haben ein langes historisches Gedächtnis. Und da kam die Idee von Buen Vivir. Buen Vivir ist keine Schöpfung der Akademie.
Buen Vivir ist keine Schaffung irgendeiner politischen Partei. Buen Vivir stellt Werten, Erfahrungen, Praktiken, die seit Jahrhunderten bei vielen, nicht allen, indigenen Gemeinden vorhanden sind. Das Buen Vivir existiert seit langer Zeit in verschiedenen Gemeinden, in den anderen Regionen und Amazonasbecken und auch woanders in der Welt. Zum Beispiel, wenn man von Ubuntu in Afrika spricht, spricht man auch auf eine gewisse Weise von Buen Vivir. Wenn in Indien von Eswarak spricht, spricht man in eine gewisse Weise von Buen Vivir. Gott sei Dank, ich bin kein Christ, ich bin nicht ein Gläubiger, aber Gott sei Dank gibt es keine Theorie, Rezepte, Modelle, kein Masterplan. Wahrscheinlich enttäusche ich euch. Gibt es keine Betriebseinleitung, wie man das Buen Vivir basteln soll. Und das ist toll. Das ist das Tollste von allem. Weil wir müssen auch mit sehr respektvoll von den indigenen Völkern lernen. Und da können wir nur hier in diesem Pult gewisse Anregungen und Impulse vor Diskussion geben. Buen Vivir in dem Sinne. Und das ist das Wichtigste von allem. Es ist keine Entwicklungsalternative. Ist keine Entwicklungsalternative, ist eine Alternative mit Entwicklung. Buen Vivir kann man nicht in die Modelle und die Theorie der Moderne einordnen. Buen Vivir erfordert eine ganz andere Betrachtungsweise. In diesem Rahmen muss ich sehen, das sind mehr als ein Konzept, ein Erleben, mehr als Theorien, Praktiken. Und es ist eine Art von Philosophien ohne professionelle Philosophen. Es sind, wie gesagt, Ideen, die aus Völker, die gedemütigt, ausgebeutet, ignoriert und marginalisiert wurden, sind Ideen, die von diesen Völkern gekommen sind. In diesem Rahmen müssen wir auch sehen, dass wir mit Buen Vivir etwas anderes zu tun haben. Erstens, drei wichtige Hauptpfeiler, um das Buen Vivir besser verstehen zu können. In Buen Vivir müssen wir immer das Gemeinschaft als ein wichtiges Grundbasis der Gesellschaft betrachten. Der Gemeinschaftssinn ist der erste wichtige Punkt. Wir sind nicht, wie man im Kapitalismus glaubt, nur Individuen, die konsumieren und produzieren. Wir sind nicht wie ein Robinson Crusoe, der auf einer verlorenen Insel lebt. Nein, wir sind Menschen, die der Gemeinschaft angehören. Wir sind Individuen mit unserem speziellen Charakter. Aber wir realisieren uns in der Gemeinschaft, mit der Gemeinschaft. Ja? Und das ist der erste Schritt. Der zweite wichtige Schritt, die Verbundenheit mit der Natur. Wir sind nicht nur Teil der Natur, wir sind Natur. Wir sind nicht da, um den Naturschutz schädigen, zu privatisieren, zu neoliberalisieren. Andersrum, wir gehören der Natur. Wenn ich habe gesagt, ich bin kein Christ, wahrscheinlich gibt es hier Christen und respektiere die Leute. Ja? Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung. Der Mensch ist mittlerweile durch Kapitalismus die Krone der Erschöpfung geworden. Und da müssen wir ein Ende setzen. Das ist auch entscheidend wichtig. Wenn wir von Verbundenheit mit der Natur reden, reden wir über die Rechte der Natur. Und das erfordert wiederum eine Entmerkantilisierung der Natur. Erster Schritt zum Beispiel muss die Rekommunalisierung des Wassers. Wasser darf nicht privatisiert werden, das darf auch nicht verstaatlicht werden. Die Menschen müssen hier das Wassergeschäft kontrollieren. Das ist kein Geschäft im Sinne. In dieser Hinsicht kommen wir zu einem dritten Punkt, ja? Ein sehr wichtiger dritter Punkt, die in den Gemeinden existieren. Wie gesagt, erstens Gemeinschaft, zweitens Verbundenheit mit der Natur, die Rechte der Natur, die Natur für die Völker, die Mutter Erde, die Pachamama, ist keine Metapher, ist eine Wirklichkeit. Und drittens, wie müssen wir uns Menschen untereinander und Menschen mit der Natur in Beziehung setzen? Durch Vertrauen, durch Respekt, durch Solidarität. In diesem Rahmen, was wir brauchen, ist eine ganz andere Weltvorstellung. Es geht nicht weiter um Kapitalismus. Kapitalismus ist, was es ist, eine Zivilisation, die Zivilisation der Ungleichheit. Der Kapitalismus lebt von der Ausbeutung der Menschen und der Natur und schafft, wie mein Freund Ulrich Brandt und Markus Wienes sagen, eine imperiale Lebensweise. Die Leute im globalen Norden,
die auch globalen Norden und Süden existiert. Die privilegierten Norden und die privilegierten Süden leben auf Kosten anderer Völker, anderer Länder und auf Kosten der Natur. In diesem Rahmen, was wir brauchen, ist neue Kämpfe, um die Welt zu verändern. Wir brauchen immer mehr Demokratie, nie weniger. Vielen Dank. Danke allen dreien. Und wir können jetzt diskutieren. Ich wiederhole noch mal, was ich vorhin schon gesagt habe. Gestern ist ausprobiert worden, dass es am praktischsten sei, wenn man hochkommt und hier oben redet. Also wir nicht ein Mikro rumgeben. Können wir dann vielleicht gleich anfangen? Ja. Ja, und in der Mitte hat es einen Platz und einen bevorzugten Platz in der Mitte und einen. I've got a comment really mostly for Nick, or rather for democracy or global justice today. I worked all my life in management in big companies, I'm now retired. And my experience is that the wealth gap, as we all know it, is terrible. But what Margaret Thatcher used to say, don't want to really quote a monster, but we mustn't close the gap and at the same time reduce it down the way. The world is, at the moment at least, as it is. We need to make sure that if we close that gap, we don't move the poorer people at the bottom lower, which is a risk with alternative systems at the moment. Neoliberalism is full of evil, intellectual property rights and such, corporate power, war, democratic collapse. I think it's too easy here to talk about a blundering buffoon like Trump, and to talk about him, that he's, and what's behind him, it's too easy. He's obviously an embarrassment for civilization. This is clear. What we have to concentrate on is that our alternatives are also very dangerous. They could be very dangerous. Revolutions in the past have been caused a lot of misery. On the other side, the current civilization has some success. There has been, some people would come here and argue that they did manage to reduce poverty for hundreds of millions over the past years. There has been terrible amounts of injustice. It's a terrible system. It has had some successes. Living standards for many people have risen, or if you look at history, there is something to be said for something that's been done in the right direction. Self-interest and greed and things like that are a very, very strong motivator that each of us and our own responsibility has to look very closely at when we're looking at alternatives. People are motivated by self-interest, and that's not always necessarily something bad. What we have to take consideration of what a human being is, his character, is what we actually are as human beings, and don't live in denial of what we would do in an alternative system. We can throw out the current system, but other people might argue that socialism and communism, even a support, I've always been a Labour supporter, but it's questionable whether this, it's not obvious that it's better. When we throw out the current system, we have to get ready and not have chaos afterwards. We need to be very careful with our revolution. That's all I'm saying. Thanks. Einfach gleich weiter.
Ich würde gerne der These von Marika Frangakis widersprechen. Marika, ich würde gerne deiner These widersprechen, dass die griechische Finanzkrise sich hätte verhindern lassen. Die griechische Finanzkrise ist ja Teil der großen globalen Finanz- und Wirtschaftskrise gewesen. Und derartige Krisen lassen sich meines Erachtens nicht verhindern, sondern in der Geschichte des Kapitalismus haben wir ja ungefähr alle 10 Jahre diese zyklischen Krisen. Was ich zugestehen würde, ist, dass sicherlich die Form der Krise sich hätte ändern lassen können, das Krisenmanagement oder dass die Krise sich vielleicht hätte verzögern lassen. Aber die ungleiche Entwicklung, darauf hat ja auch Alberto Acosta hingewiesen, ist ja auch ein Merkmal der kapitalistischen Verhältnisse, auch innerhalb der Europäischen Union. Und wir hatten eben zunehmende Ungleichgewichte, Leistungsbilanzungleichgewichte, Kapitalbilanzungleichgewichte, die meines Erachtens eben auch mit zur Wurzel der griechischen Krise gehören. Und auch die Finanzialisierung, die Rolle der Ratingagenturen, die Verbriefung von Krediten, diese ganzen Weiterentwicklungen des modernen Kreditsystems sind ja nicht einfach ein Unfall gewesen, sondern sind im Grunde genommen notwendig gewesen für die Expansion des Kapitals in den vergangenen Jahrzehnten. Insofern würde ich sagen, wer über den Neoliberalismus reden will, der muss eben auch über den Kapitalismus reden. Ich würde vorschlagen, wenn es dazu jetzt gerade noch Diskussionsbemerkungen gibt, dann ziehen wir die vor und bitten dann auch Marika dazu, maybe you want to comment to that, because it's very special? Okay. Right, thanks. Right. What Thomas said is absolutely true. The European Union economics and the Eurozone was built on very wrongly. I know, I mean, capitalism is everyone's fate. We live in a capitalist system. But I refuse to accept that we cannot change things within capitalism. Otherwise, we wouldn't be here. We would not be discussing. Now, the way the... talk about Eurozone, not open the issue too much, but the way the Eurozone was built was, for one thing, we have to realize that the single currency was part of the financial integration project. It wasn't just a currency. It wasn't just people suddenly realized that, yes, well, why not have, I don't know, at that time it was 11 different currencies, the beginning of the Eurozone. It was the 1990s, let me take you back to the 1990s. Neoliberalism has already taken hold as of the 1980s, Thatcher, Reagan. The financial sector is becoming very big, decisive in the way the economy works, makes a lot of profit for a small number of organizations and people, units. And the Europeans then, the European leaders, look at this and they say, oh my God, we're being left behind. So two projects were put forward at the same time. One was the single currency, which was started in the early 1990s, the 1993 Maastricht Agreement, and put into effect in 2000. And the other one was the financial integration project, which was joining the financial markets of the European Union, with special emphasis on the Eurozone. So both of these projects went hand in hand in terms of boosting finance, making it possible for the European economy to adjust to the financial developments that were already taking place in the United States, in the rest of the advanced capitalist world. So it's not just, you know, I mean, it was a project. It was not just, you know, this is capitalism, it has to go that way, but it was a political project. An assumption of that project was that there would be no crisis. It was built on the assumption there was financial deregulation and no provision for financial destabilization. No financial supervision.
deregulation without supervision. That was because it was assumed there would be no crisis. Let me take you to the CRAs, the credit ratings agencies. I'll shorten it, but we have to, I mean, there are details of this story that people don't really know, and it is interesting to lay them out. Now, the credit ratings agencies were blamed for their role in the early 2000, the dot-com bubble crisis. If you remember, most of you are very young to remember the early 2000s, but there was a crisis at that time, the dot-com bubble. And at that time, it was realized that this sector, the credit ratings agencies, which guide investment, which guide financial investment, were not being controlled by any authority. However, it took 9 years for the European Union to do anything about the CRAs. It was only in the late 2000s, after the global financial crisis, that the EU decided, well, we have to do something about controlling this part of the financial world. So what I'm saying is, yes, there's capitalism with its laws, with its long-run laws that, you know, we can only evade if we turn everything upside down. But I'm afraid it doesn't happen overnight. And whilst we're taking our time trying to provide a plan B, trying to talk to each other, trying to find a common language, capitalism is doing its job very nicely and introducing all kinds of things that, looking back, you say to yourself, well, we could have avoided that. Yes, of course we could have, but we did not. And that is the problem with where we are right now. Thanks. Wir haben zwei Wortmeldungen. Eine ist da hinten und eine war hier vorne auch vorhin. Wenn das angeschaltet wird, geht das? Geht das? Ja, es geht. Wir sind uns alle einig, der Neoliberalismus ruiniert die Menschen und die Welt. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wo bleibt die Wissenschaft? Denn alles das, was jetzt mehrheitsfähig ist und die Politik bestimmt, wird nur von einer kleinen Minorität der Wissenschaft gekontert. Und da frage ich mich, ist die gesamte Wissenschaft korrupt? Dient sie dem Kapital oder hat sie eine eigene Meinung, die dazu führen könnte, dass man merkt, dass es so in die Irre führt? Und der zweite große Versager sind für mich die Medien. Natürlich gibt es kritische Medien, die lesen wir alle. Deshalb sind wir vielleicht auch hier. Aber die Masse der Medien ist gemessen, was die Probleme der Welt heute anbetrifft, reichlich unkritisch. Und wenn man das ändern will, behaupte ich mal, braucht man die Wissenschaft auf seiner Seite, auf unserer Seite, und man braucht die Medien auf unserer Seite. Und wie soll das gehen? Da würde ich gerne ein paar Ideen hören. Dankeschön. Ich finde es schade, dass jetzt schon wieder der dritte oder vierte Mann hier redet. Ich freue mich darauf, wenn die Geschlechter hier mit ein bisschen gleicher verteilt werden. Ich finde es schade, dass wir uns emotional nicht aufeinander zubewegen, obwohl wir so tolle Chancen haben. Ich bin glücklich darüber, was hier an Kompetenz zusammensitzt, was hier gehört werden konnte von uns. Emotional ein toller Beginn in einem Deutschland, was emotional eben sehr, sehr, sehr stumpf ist. Ich fange mal mit Griechenland an.
Ich will es kurz machen. Ich möchte sagen, wichtig für Griechenland ist, dass wir vor 2 Jahren, wir Deutschen hier, euer Memorandum, eure große Abstimmung nicht etwa umgesetzt haben. Denn hier in Deutschland wird gequält, das griechische Volk. Hier, was hier läuft, das hat was mit uns zu tun. Und wir können uns dazu verhalten. Und ich finde, es ist eine Gelegenheit, hier Solidarität auszudrücken. Das ist mir wichtig für Griechenland. Und wenn ich jetzt an Ecuador oder an Südamerika denke, die Wege, die ihr dort geht, die sind für uns ziemlich schwer zu verstehen. Und ich finde es hervorragend, dass du dich in eine deutsche Rede gewagt hast und dass du unsere Herzen erreicht hast. Ich danke dir. Und das Letzte, was ich sagen möchte, ist dieser wunderbare Aufbruch, den es in England gerade jetzt gegeben hat und den du ja in den Mittelpunkt gestellt hast und den ich nachvollzogen habe, an dem ich mich beteiligt habe. Das ist möglich. Online-mäßig kann man solche Bewegungen unterstützen. Online-mäßig kann man inspiriert werden, dass auch wir anfangen, in unseren kleinen Wohnvierteln von Tür zu gehen und dann uns für etwas Vernünftiges einzusetzen, wo also Vertrauen wieder entstehen kann zwischen Jung und Alt. Das war's. Gerade noch eine weitere? Ja. Ja, ich bin in meinem zweiten Studium. Ich habe schon mal früher, also nach dem Abitur studiert. Da war ich auch immer schon für nachhaltige Entwicklung, Ökologie, Gerechtigkeit und alles das, was ich heute eher als ja so moralische Ansprüche sehe, und in der Entwicklung haben wir auch gesehen, dass das alles irgendwie trotz der ganzen Bemühungen bis jetzt nicht umgesetzt ist. Und jetzt bin ich in meinem zweiten Studium der sozialen Arbeit und da auch letztendlich eben mit der Kapitalismuskritik, die schon, also mit Karl Marx, da finde ich eben all das, was das erklärt. Diese Logik, die zu all diesem führt und warum es sich eben nicht durch Forderungen gegen Neoliberalismus für mehr Umweltschutz, für mehr Menschenrechte, warum das eben nicht, wo wir uns alle wundern, durchgesetzt werden kann. Und ich denke schon, dass da die diese kapitalismuskritische Kritik von Marx mir das endlich da die Augen geöffnet hat und alle andere Wissenschaft. Ich hatte Nebenfächer, Volkswirtschaft, da war das für mich alles nicht so greifbar, wie eben, wenn man sich wirklich mit der Analyse des Marktes, der Waren und all das befasst. Und das macht dann auch klar, warum die Mächte so sind, wie sie sind. Also das zu Wissenschaft. Mit Wissenschaft kann man alles Mögliche begründen. Das haben wir in der Klimadebatte gesehen, wie viele Jahre es gedauert hat, bis es jetzt sich so durchgesetzt hat, dass das alles so sehen. Und ja, das wollte ich zur Wissenschaft sagen. Danke. Dankeschön. Marika wollte auch noch eine kurze Bemerkung zur Wissenschaft machen. You wanted to say? Okay, okay. Zur Wissenschaft. Okay. You first. Oh, yeah. Short. Yes, very short. I'm an economist. I grew up in the 70s, I went to university in the 70s, and at that time there was still an idea of Keynesian kind of principles in what we were being taught. Now this has all changed, and come the crisis, a certain number of economists start wondering, you know, what went wrong, what have we been doing wrong. At that time, in the late 2000s, just after the crisis, there was a kind of self-examination. That died away. Economists are not bound by any code of ethics. I don't know if anyone of you has heard of Gerald Epstein from the US. Now, he tried to set up a code of ethics, wrote a letter to the American Economic Association. Nothing came out.
So gradually, over the next few years, things simply shifted back to the control of the profession by the sort of orthodox, neoliberal, more or less, ideas. And that's what I want to say. It's, I mean, it's absolutely right. You know, what is the role of the intellectuals? Well, I can't talk about intellectuals in general, but in terms of, in relation to economists, it is really, really disappointing. Alberto. Ich möchte klein Anmerkungen machen. Erstens, ich bin auch Volkswirt. Niemand ist vollkommen. Ich habe Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft hier in der Bundesrepublik studiert und später jahrzehntelang, seit Anfang der 80er Jahre, als Professor von Entwicklungstheorien in verschiedenen Universitäten gelehrt. Nach so vielen Jahren fühle ich mich wie ein Astronomieprofessor. Er hat sich, ich, auf eine ganz spezielle Stern spezialisiert. Auf jetzt stelle ich fest, dieser Stern existiert nicht. Es gibt kein Licht. Entwicklung ist eine Fata Morgana und ist ein Gespenst. Wir müssen dieses Konzept von Entwicklung überwinden. Und wir haben eine Menge Möglichkeiten, die Welt anders zu verstehen und zu gestalten. In diesem Rahmen gilt uns die Idee von gutem Leben in Mehrzahl. Aber wir müssen aufpassen. Die Ideen können auch gekauft werden. Frau Merkel hat vor gut 2 Jahren ein großes Bürgerdialog hier in der Bundesrepublik eingeführt. Ein Bürgerdialog über das gute Leben. Ja, buen vivir auf Spanisch, suma causa auf Quechua. Aber es hat das nichts zu tun mit dem Mann, die indigene Volke vorschlagen. Man hat die Frau Merkel gefragt, wofür ist diese ihre Bürgerdialog? Und sie hat ganz deutlich, wortwörtlich gesagt, damit es Deutschland bleibt, wie es war, damit die Privilegien gehalten werden. Und diese Privilegien muss man mehr abschaffen, überall in der Welt. Zweite Anmerkung, kurz. Wir müssen gegen Neoliberalismus kämpfen. Das ist sehr wichtig, aber es ist nicht genug. Wir müssen den Kapitalismus überwinden. Aber die Frage ist, und jetzt teile ich die Meinung von Marika, wenn sie sagt, dass wir weiter kämpfen, jetzt, auch wenn der Kapitalismus existiert. Auch der Karl Marx hat gesagt, dass im Schoße der alten Gesellschaft entsteht die neue. Und da müssen wir uns fragen, und ich frage euch, Europäer, ich komme aus Südamerika, warum werden die Griechen nicht behandelt wie die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg? Warum ist nicht möglich, ein Londoner Abkommen, die am 27. Februar 1953 unterschrieben wurde, für die Griechen, für die Portugiesen und für andere arme Länder in der Welt. Ihr solltet davon lernen. Das ist entscheidend wichtig. Wann schaffen wir die Steuerparadiese ab? Wann führen wir einen Turbinentax, damit die Spekulation in der Welt zumindest gemindert wird? Es gibt eine Menge Alternativen. Was wir brauchen, ist, alle diese Kämpfe zu vernetzen und zusammen zu sein, wie ein Faust, um den Kapitalismus zu besiegen. Hi, Sheriff from Amsterdam. Sorry, I'm going to speak in English. I have a question to Nick Dearden. You said to get Trump, we need to also get to what caused Trump. We need to tackle neoliberalism. Well, that got me thinking, if we want to tackle neoliberalism according to that logic, we also need to look at what caused neoliberalism then. And sometimes I feel like the world before neoliberalism is, well, made up to be a little better than what it actually was. You know, did we have equality then? Did we have democracy then? Did we live in balance with the earth? Well, I think the contrary. Actually, these were rather bitter years with war and colonialism. So, my question to you is, how can this whole thing be separated from each other?
I think that saying we must battle neoliberalism as such is actually a quite hollow phrase. Look, there are different... Hello? Oh, yeah. There are different forms of capitalism. The capitalism after the Second World War was, without question, a more stable and somewhat more equal form of capitalism than neoliberalism. Why? Not because I think the capitalists just decided they'd like a nicer war, a world, but because there was a struggle in society. And this is my same point that I'd like to come back to the first questioner from Scotland on, because for me, the revolution is not something that happens over one night and we tear down the walls of the Winter Palace and the world is... I mean, maybe there are some people who do think that in the audience. Fine. For me, it's a long-term process of how we transform our society. Now, after the Second World War, our grandparents, great-grandparents, decided there were certain things that were too important to be left to the market. Healthcare, some form of housing provision, education. They reclaimed those things and they said those things will no longer depend on how much money you earn to access them. That was a huge step forward for humanity. Of course, I accept that that system was still based on the exploitation of most of the developing world or the colonized world at that time, of course, no question. There were horrendous things going on that allowed some of that wealth to flow into Europe. But nonetheless, I think it was a phenomenal step forward for humanity to have those things. And neoliberalism has taken those things from us and said, no, the market will control those things, not the people. And we have not been strong enough to resist that pressure. We need to build up strength because all of society is a struggle between different forces and different interests. And we have been on the front foot before. I believe there are big changes we can make to the current system. We talked about the Tobin tax. We've talked about ending austerity and a fairer system that would not mean that Greece was suffering for the fault of the financial system that we have. We need to clamp down on the financial system. Those things can actually be achieved to some degree within capitalism. My hope is that on achieving those things, people feel inspired, confident, and can take the next step to a better society. Okay, but I don't believe capitalism will be overthrown overnight. And I actually believe, like the speaker said at the beginning, that we also want to avoid as much chaos and bloodshed as we can avoid. Of course we do, right? Because we believe in a human system. But I believe there are steps that you can take in that direction that will make society fairer. And essentially, after the Second World War, we made those things, those basic human rights, something that was not market-driven, that was ours by right. And we can do that again, and we can do it for the whole world, I would suggest. And, of course, I agree, again, going back to the first point, of course I agree that humans can be self-centered, egotistical, and greedy. I can be those things myself, so can we all. Right? But human beings can also be altruistic and caring, and can believe in sharing with those around us, our community, and more widely. Now, the problem at the moment is we have a system that incentivizes greed and self-interest and disincentivizes those other values. And we need to reverse that. We need to incentivize those values that are important for building societies and communities and fairness, and we need to disincentivize selfishness and greed and competition. We can do that. There are laws and there are ways of doing that. There are regulations. There are ways of us working in a more democratic way that would allow that to happen. But at the moment, we haven't. And I see neoliberalism as the extreme driver of those antisocial values in humanity, the extreme driver that says those things are good for humanity, and we say they're bad for humanity. Hallo, mein Name ist Rachel. Ich hätte eine Frage an dich, Alberto. Und zwar hätte ich folgende Frage. Und zwar ist ja in Ecuador das Prinzip Buen Vivir in die Verfassung auch aufgenommen worden. 2008 war das, glaube ich. Und mich würde interessieren,
Wir haben ja auch im Artikel 20a quasi das, den Umweltschutz irgendwie verankert in unserem Grundgesetz, aber scheinbar scheint es ja doch nicht irgendwie so ein Leitprinzip für unsere Gesellschaft zu sein, zumindest für das Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Und meine Frage wäre jetzt, wie können wir, oder was hast du für Vorschläge, wie können wir trotz unserer fehlenden indigenen Gruppen, die wir eben nicht hier in Deutschland haben, weil es ja einfach ein ganz anderer kultureller Kontext ist, wie können wir diese Mensch-Natur-Beziehungen wieder zu solchen gestalten, dass sie eben auf Harmonie und Koexistenz basieren? Und wie könnten potenzielle Strategien aussehen, so ein Konzept wie Buen Vivir auch wirklich in der deutschen Verfassung als eins der Leitprinzipien unseres Staates zu etablieren? Zuerst muss man ganz klar und deutlich sagen, dass diese Werte, diese Praktiken, diese Erfahrungen des guten Lebens aus den Andenregionen und aus den Amazonenbecken nicht kopieren kann und übertragen kann. Muss man die verstehen, und wie ich schon gesagt habe in meiner Rede, müssen wir die Grundideen, diese Projekte, diese Konzepte, diese Lebensweisen uns anders sehen und vielleicht in andere Gesellschaften einzuführen. Das ist für mich entscheidend. In der Verfassung Ecuador steht ganz deutlich, dass die Natur Rechte hat, die Rechte der Natur. Es ist die erste Verfassung in der Welt, dass das eine Wirklichkeit gemacht hat. Leider, das ist noch nicht in Ecuador in die Praxis umgesetzt worden. Ich muss noch dazu sagen, als eine Erklärung, eine ergänzende Erklärung, dass in Ecuador durch die Region Correas der Neoliberalismus noch mal voll in Gang ist. Das ist wirklich schade. Aber was wichtig für mich entscheidend ist, dass wir müssen nicht nur in der Verfassung diese Ideen verankern, sondern im praktischen Leben. Wir brauchen zum Beispiel eine neue Wirtschaftsform. Wir müssen uns erst von der Religion der ständigen Wirtschaftswachstums befreien. Man braucht nicht nur Wachstums, um die Probleme zu lösen. Wachstum schafft noch große soziale und Umweltprobleme. Wachstum in der Weltwirtschaft ist ein ständiges Ziel gewesen, aber wir haben nicht die Armutsgrenze deutlich verringert. Die Kluft ist ein bisschen reich und arm, wächst immer noch weiter. Und trotz höherer Wachstum sind nicht die Menschen hier glücklicher. Habt ihr bestimmt von der sogenannten Sterling-Paradox gehört? Es gibt solche Studien, die besagen, dass der Bruttoinlandsprodukt pro Kopf in vielen Ländern gestiegen ist in den letzten 50, 60 Jahren mit gewissen Schwanken, wir wissen es, aber der Glücklichkeitsindex ist stehen geblieben. Mehr zu haben bedeutet nicht mehr glücklich zu sein. Erstens, wichtiger Punkt. Zweiter wichtiger Punkt, die Entmarktung der Natur. Das ist für mich entscheidend. Die sogenannte grüne Ökonomie ist eine falsche Lösung. Grüner Kapitalismus wird nicht die Probleme lösen, nur vergrößern. Und da müssen wir ein Ende setzen. Drittens, wir brauchen sogar eine Dezentralisierung der Produktion. Wir müssen nicht weiter die großen Produktionsbetriebe fordern, sondern die kleinen Produktionsbetriebe. Ich habe gehört, Nick hat hier über die Ideen des Neoliberalismus, die Probleme durch den Markt lösen kann. Hier in der Bundesrepublik zum Beispiel spricht man von der sozialen Marktwirtschaft. Und hier gibt es große Oligopolen, die Märkte kontrollieren. Auf dem Ernährungsmarkt vier große Supermarkthandelsketten kontrollieren 76% des Marktes. Das ist Neoliberalismus. Nein, das ist ein System von Kapitalismus, die Reiche immer reicher macht und die Privilegien sichert. Ja? Neoliberalismus ist oft nur eine Theologie, ist mehr ein Diskurs als eine Praktik. Ja, und ich sehe das ein, dass wir nicht nur die Stadt als die Lösung sehen müssen, sondern die Gemeinschaft. Wir müssen da andere Wege gehen. Und da muss noch dazu gesagt werden, das erfordert immer mehr Demokratie. Die Demokratie ist die Basis für eine neue Gesellschaft. Durch die Gemeinschaften, mit mehr Autonomie, werden wir eine ganz andere Welt gestalten. Wir
Wir haben noch eine gute Viertelstunde. Ich würde noch einen Vorschlag formulieren. In der ersten Diskussionsbemerkung vorhin ist gesagt worden, dass ja beide Referenten, Nick und Alberto, darauf abgehoben haben, dass der Neoliberalismus auch die Verhaltensweisen und die Denkweisen von allen verändern. Unbestreitbar. Er hat dann gesagt, wir müssen aber dran denken, was passiert nach der Revolution. Und da haben wir nicht so sehr gute Erfahrungen. Nun hat niemand von hier auf dem Podium hat gesagt, wir machen jetzt einen Plan für Revolution. Sondern man hat gesagt, wir diskutieren, wie man die Welt so, wie sie ist, verändern kann. Das steht in der linken Tradition unter dem Schimpfwort Reformismus. Und ich schlage vor, ob wir vielleicht ganz zum Schluss noch mal ein bisschen diskutieren, wie man das verstehen soll. Weil wenn man Reformismus schimpft, dann ist das immer so im Grunde, man hat eine konkrete Idee, wie man es ganz anders macht. Die habe ich aber hier oben nicht gehört. Ich habe gehört Vorstellungen, was man jetzt machen kann. Und vielleicht können wir uns darauf noch ein bisschen konzentrieren. Sorry, wenn ich jetzt die Diskussion... Hi, I'm Robert. I grew up in the United States, okay, but I live in London. But my question for you is, who are we? I'm not an American. I'm a member of the human species, of humanity, okay? That's got to be our starting point. Our starting point has to be, we're representatives of humanity. We speak to each other as that. Now, why is that important? Now, look, I'm going to continue the debate with Nick. Because, look, the Labour Party founded the National Health Service. Was that good for the people of Britain? Of course it was. But the Labour Party also was a founding member and an architect of NATO. They did it at the same time, okay? The Labour Party election manifesto, it's true what Nick said. Okay, it wants to fight for public services and so on like that. Is that good for the people of Britain? Of course it is. But it also makes a commitment to NATO. It makes a commitment to supporting UN military interventions abroad. It makes a commitment to Trident, okay? I'm concerned about a fight against capitalism that takes us at starting point, what's best for the people of my country? We can't do that, people. If we do that, we're already ceding ground to this rampant rise of right-wing fascist forces. It's not just Trump. I mean, Americans can be really stupid, I know, okay? But that's been brewing for a long time over there. The Tea Party, the Moral Majority, it's been growing. It's growing in the Philippines. Duterte, this fascist gangster that's running the Philippines. Modi in India, Hindutva, okay? Putin, Erdogan, the list goes on and on. We have got to, I mean, that I agree with Nick. Who's responsible for defeating them? We are. But it's not going to come about through looking to parliamentary parties that over and over and over again are ceding ground in the name of my country. The Democrats, what was Obama's first thing when Trump got elected? We're members of the same team, okay? They are. They are members of a team that represents the rule of capital in America. We cannot go on to that ground. We have to fight on a different ground where the whole world comes first. Ja, was ich zu sagen habe, ist auch eher reformistisch, aber was den Umgang mit Schuldenkrisen angeht, ist es beinahe revolutionär, kann man sagen. Mein Name ist Bodo Elmers, ich bin von EURDAT, dem European Network on Debt and Development in Brüssel. Wir sind ein Netzwerk von NGOs, das sich für nachhaltige und faire Lösungen für Schuldenkrisen einsetzt. Wir haben unter anderem eine Solidaritätskampagne auch für Griechenland organisiert.
Marika, ich wollte einige Kommentare zu deiner wirklich exzellenten Präsentation machen. Du hast darauf hingewiesen, dass die griechische Schuldenkrise schon längst gelöst sein würde und dass es eben zu Verzögerungen kam, die in Griechenland und auch in anderen Ländern unnötiges Leid verursacht haben. Ein Hauptproblem, das wir haben im Moment, ist, dass Staatsschulden sind keinem Insolvenzrecht unterworfen und es gibt auch keine Institution weltweit, die schnelle Lösungen zu Schuldenkrisen verhandeln kann. Das ist ein absolut eklatanter Unterschied, wenn man sich zum Beispiel Unternehmensinsolvenzen anguckt. Da gibt es ein Insolvenzrecht, das bestimmt, wie verhandelt werden muss, wie entschieden werden muss. Und es gibt ein unabhängiges Insolvenzgericht, das solche Entscheidungen fällt. Und diese Situation haben wir bei Staatsschuldenkrisen nicht. Im Moment haben wir eben die Eurogruppe, die Entscheidung über Griechenland fällen sollte. Und die Eurogruppe ist ein absolut politisches Gremium. Also die Entscheidungen, die in der Eurogruppe nicht gefällt werden, sind eben absolut politisch verzerrt. Eine Staateninsolvenz ist ein objektiver Fall. Da müssten schnelle Entscheidungen auf Basis von objektiven Kriterien getroffen werden. Und dazu ist die Eurogruppe seit mehreren Jahren nicht in der Lage. Ein Hauptproblem dabei ist natürlich Wolfgang Schäuble, der in vielen Ländern als ein sehr starker Politiker dargestellt wird. Das Problem ist das absolute Gegenteil. Herr Schäuble ist ein extrem schwacher Politiker, weil er sich nicht traut, Herr Schäuble traut sich nicht, seiner Constituency in Deutschland zu erzählen, was absolut Faktum ist, nämlich dass Griechenland insolvent ist, dass Griechenland einen massiven Schuldenschnitt bräuchte, um wirtschaftlich auf die Beine zu kommen und dass das schnell passieren müsste. Und deshalb, also ganz klar, die Eurogruppe muss weg. Und was wir anstatt brauchen, ist ein internationaler Insolvenzgerichtshof oder ein internationales Gremium, ein Schiedsgericht. Alberto Acosta hat dazu mit ein paar dann auch einen Vorschlag entwickelt, das eben unabhängige Entscheidungen fällen kann, die schnell durchgeführt werden und die bindend sind für Gläubiger und Schuldner. Weil man darf, aus politischen Gesichtspunkten, man darf diese Entscheidung nicht Gläubigern überlassen, weil sie werden sie niemals fällen, aus Angst vor ihrer Constituency at home. Ja. Gut. Hi, ich bin Kascha und ich bin hier auf die Bühne gesprungen, weil ich deinen Punkt ganz gut fand, eben die Frage Revolution oder Reformation, weil ich mich so ein bisschen immer zwischen den Stühlen bewege. Einerseits meine sehr kritischen intellektuellen Freunde, die dann sagen, wir müssen auch natürlich an den Protesten jetzt teilnehmen, die gerade auch auf den Straßen passieren, weil autoritäre Strukturen sich verhärten. Gleichzeitig bin ich bei dir im 25 und glaube daran, dass man eben reformistisch die Dinge angehen kann. Aber was ich gerade wieder gemerkt habe, der Herr im T-Shirt, no, Ausrufezeichen, das war dann wieder so ein, ja, wir müssen, wenn wir nur daran denken, was wir hier machen, dann vergessen wir die ganze Welt und keine Ahnung, ich habe das Gefühl, je mehr man in der Welt unterwegs ist, desto mehr vergisst man auch die Leute um sich herum und die Nachbarn und Freunde und verliert genau das, was du gemeint hattest, dieses Verhalten, wie verhalte ich mich menschlich, weil man so dispers ist und nur dran denkt, was gerade, also das ist halt irgendwie, das ist meine Frage gerade irgendwie, wie kann man das denn verbinden? Also ich fühle mich zwischen den Stühlen bei dieser Frage. Ich würde das gern wissen. Danke. Gibt es dazu noch eine Bemerkung? Ich finde, das ist eine gute Frage zum Schluss. Wir hören auf. Aber wir können was dazu sagen. Ich? Aber Marika wollte, glaube ich, gerne noch mal dazu. Did you want to comment, make a comment to that, to the last question? To three questions. Yes. Okay. Please, Marika. Go ahead. Thank you. Ja, Schlussrunde. What? Final point. Final. What was our final word? Okay. I hope I'm not taking advantage of your time. So, starting with the all very important questions. What the last
Well, the one before last speaker said is absolutely true. There is, and this is, this has become clear in the Greek case in Europe, but it's been known for a very long time in the global south. There is no international legal framework to resolve debt issues, bankruptcy issues, public debt, that is. In the Eurozone, what we have during the crisis, the European Stability Mechanism, which is a kind of European IMF, the ECB also gets involved in all this. The Eurogroup, which is an officially informal group, that's how it's described in the Treaty of the European Union. So they all meddle, they all do their bit, and the result is what you have in Greece. I will not go over it again. So there is a big vacuum there. It's a big void that needs to be completed, and, you know, I don't know whether this is reformism, but we have to play a role there. Germans and Greeks. Now, it's not that I don't know German, but I've been coming to Germany for many years now, talking about the Greek crisis. I have very good German friends, and I really, really appreciate the support given to the Greek left by the German left. On the other hand, it is true that German public opinion is not aware of what's happening or is informed by the media, which is sort of, you know, which presents the case in their own terms. So one initiative of the Rosa Luxemburg Foundation, which I found excellent and which I would really like you to take an interest in, is to publish little booklets, short booklets, on the fallacies, on what the paper says about the Greek case and what the reality is. They did that some years ago. It was 20 myths or something. They've done it this year again. So please, please get informed, get the facts right, and tell your friends. There's a lot of misinformation, which is not just casual. It serves a purpose. It serves a wedge between peoples. And my last point about reformism and revolution. I think it's wrong if we look at this as a bipolarity. It's not an either-or thing. You know, you can't just wake up one day and go, well, I mean, you can. It has happened in the past. So take to arms. But as things stand right now, if we look around us, and I don't mean here in Germany, in Hamburg, which is a lovely place, I mean in crisis-ridden places like Athens or eastern parts of Eastern Europe. So it doesn't happen as such. I think the main worry is that by adopting a reformist agenda, there is a danger of becoming part of the problem. Now, I shall agree with you. That is a danger, that is a risk you have to guard against. You have to remember your principles, where you start from, and be able to go back every time that you need to and be guided by those principles. If we agree on that, then I don't think there is a real bipolarity. It would be wrong to say, I can't do this, it's reformist. I have to wait for the revolution. This is what the Communist Party has done in Greece. It is the only Communist Party which is being hostile to Syriza, whereas, for example, the other Orthodox Communist Party in Portugal is part of the government right now. So there you have this kind of idea that it's either everything or nothing. Well, it doesn't take you very far. You just get stuck where you are. Yeah, okay. I'm not a spokesperson for the British Labour Party at all. It's a funny idea that I, given my history of the last 20 years. For me, the manifesto of the Labour Party and where the Labour Party are now, and by the way, that has been resisted fiercely by Labour Party MPs and by some members of the Labour Party, it's a product of what's happened in society. It's a product of movements. It's a product of the grassroots and activists. That's where change comes from. Change always comes from below, almost always comes from below, comes from movements, comes from activists. That's our role. And our role is, sure, of course, the Labour Party manifesto is not a revolutionary platform. Of course, nowhere near. But it is still a significant difference to where we have been.
And that is the result of where we are in our society at the moment. And our role is to push further and further and further. And that's where I entirely agree. I just don't see that it's a binary question. For me, the important thing is that the reforms don't strengthen the system or the current ruling elites. The reforms are the things we ask for, our calls, our demands, the things we want, are premised on the idea there is the potential in there to take people further, for more reforms, for more and more and more reforms until we've completely changed and transformed everything. And in that system, in that situation, there will be moments where on the streets we change something completely and the government falls or whatever. And there will be other moments where we have to work tirelessly to create small changes. But we, you know, that's how change happens, I believe. I completely agree there are some institutions that have become, although they're supposed to be outside of the system, outside the establishment, outside the elite, have become far too close in neoliberalism over the last 20, 30 years, far too close. But I also agree it helps nobody to say everything or nothing. It's a position I never, ever take. Because you can make changes in the here and now that fundamentally and radically change people's lives. Right? And simply to say we shouldn't make those changes until the revolution comes, I think is really ridiculous. So, and then to finish on what sort of changes we'd like to see, I think we're already seeing the seeds. I mentioned it very briefly: the energy democracy movement, the food sovereignty movement, the movement to reform the health system. These are movements to inject a more radical form of control on the part of the many, of more radical democracy over our economy. These ideas are already out there. And I think Alberto's absolutely right. A previous generation just looked to the state and said, we elect somebody and we let the state take care of us. We can't do that. We've seen where that's got us, and I think there's big problems. Maybe you'll correct me, but I believe in Latin America, one of the problems was so many of us in the movement going into government to say, this is fantastic. Now we can do everything we've ever wanted to do, and losing that contact with the streets, losing that contact with the populace. It's not to say those governments haven't achieved anything, but it's to say there must always be people, there must always be movements that are connected to the reality of people's lived experiences, not simply the difficulties you get into when you go into government, that any government would get into. I would get into if I went into government. The most revolutionary person would get into if they went into government. There must always be that dichotomy, dialectic going on within society. So I think that's important. And very, very finally, look, I think some days, you know, you wake up and you think, my God, what on earth is going to happen next? And they can be fearful times as well as hopeful times. The only thing I like to think about is the history we come from, which the establishment and the elites try to take from us and erase. 100 years ago, our ancestors were working in this city, in London, all over Europe, to fight against a deeply, deeply unfair system where they were working in sweatshops or mines, where they were living in slums. The reason we're here today is their struggle. We need to undertake that struggle ourselves on our own behalf and on behalf of and in solidarity with those who are also struggling against similar conditions. And I just think if they could do it in the circumstances they live in, if people who are in the worst circumstances in the world today can still be struggling, we have no excuse not to give every bit of our energy, every ounce of ourselves to that struggle. So let's continue. Ich benutze nochmal den Pult, nicht da ich jetzt wie ein Prediger auftreten möchte, sondern dass ich meine beiden Hände nutzen will. Aber zuerst ganz kurz über die alte Geschichte, Reform oder Revolution. Wir haben uns jahrzehntelang damit beschäftigt und geärgert. Ein Schimpfwort war, du bist ein Reformist. Das war nicht schlimm, als Reformist zu sein. Die Frage ist, was ist die Revolution? Ich habe vor kurzem nochmal in ein Buch von Walter Benjamin nachgeblättert und hat gesagt, es sieht so aus, dass jetzt die Revolution anders ist, was sich Karl Marx vorgestellt hat. Hier kennt Walter Benjamin, der wurde während des Krieges getötet und er ist in Port-Vue, in der Grenze zwischen Spanien und Frankreich, begraben. Es soll man dieses
Denkmal, dieses Mahnmal besuchen, ist wunderschön. Wer hat gesagt, die Revolution ist wahrscheinlich eine Handbremse, damit wir den Zug stoppen, der Zug, in den die Menschheit sieht, die Wald in den Abgrund fährt. Wir müssen eine Handbremse, wir müssen dieses Umziehen von Neoliberalismus und Kapitalismus eine Handbremse nutzen, damit wir das ändern können, endgültig ändern können. In diesem Hinsicht, ich teile die Meinung von Jörg, ich habe das auch schon auf einige Weise akzeptiert, wir müssen nicht den Präsidentenpalast stürmen, das ist Quatsch. Durch den jetzigen Staat, durch die bekannten Staaten werden wir die Welt nicht verändern. Der Markt wird nicht die Lösung sein, da sind wir 100% einverstanden, aber die jetzigen Staaten auch nicht. Wir müssen die Gemeinschaften stärken, um mehr Autonomie durch die Gemeinschaft zu erreichen. Und jetzt, da ich nicht nur den Wortschatz auf Deutsch habe, benutze ich diesen Blatt. Wie sollen die Kämpfe weitergehen? Das ist mein Vorschlag, das ist kein Rezept. Nur eine Idee, um die Diskussion weiterzuführen. In diesem Blatt, stelle ich mich vor, ist der Kapitalismus, der Patriarchalismus, die Ausbeutung der Natur, die Kolonisation. Das ist der Kapitalismus. Ausbeutung, Marginalisierung, Gedemütigung, Enteignung sogar von unseren Träumen. Der Kampf muss alle diese Sachen gleichzeitig anpacken. Wir müssen, das wissen wir schon, dass der Unterschied, die Ausbeutung der Arbeiterklasse, Kapital gegen Arbeit, auch eine große Bedeutung hat. Wir müssen auch für die Arbeiter und Arbeiterinnen weiterkämpfen gegen die Ausbeutung der Menschen durch Kapitalismus. Aber gleichzeitig, das ist nicht erst das eine und später das etwas anderes, müssen wir auch den Patriarchalismus bekämpfen. Ja, der Patriarchalismus muss gekämpft werden. Unsere Gesellschaft ist stark vom Patriarchalismus beeinflusst worden, überall in der Welt. Müssen wir auch gleichzeitig die Natur befreien, entmarkten. Die Natur ist nicht nur ein Objekt, um ausgebeutet zu werden. Und drittens müssen wir eine Dekolonialisierung unserer Gesellschaft antreiben. In dieser Hinsicht, unsere Kämpfe müssen gleichzeitig sein, feministisch, ökologistisch, sozialistisch und dekolonial und vor allem demokratisch. Vielen Dank. Das galt allen. Schöne weitere Diskussion. Thank you.